Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Wir sind heute ganz spontan zu Besuch bei Dubaro. Das ist einer der größten deutschen Fertig-PC-Hersteller und wir wollten euch einfach mal zeigen, wie das Ganze so funktioniert. Also wie so ein Fertig-PC entsteht ab der Bestellung bis dahin, wo er versendet wird, weil ich denke, das ist ein ganz interessantes Thema und da gibt es auch nicht viele Videos zu und wir nehmen euch heute einfach mal mit, weil Dubaro ist ja auch schon seit langer Zeit ein großartiger Partner von uns. Die bauen unsere Fertig-PCs und für euch ist es vielleicht auch ganz interessant zu sehen, wie so ein Fertig-PC entsteht. Deswegen hätte ich gesagt, kommt mal mit. Dieses Video wird euch präsentiert vom Gaming-Webbrowser Opera GX. Durch die vielen Anpassungsmöglichkeiten und besonderen Features, wie zum Beispiel einen integrierten Adblocker, GX Control und GX Cleaner, ist Opera GX die perfekte Ergänzung für jeden Gamer. Mit GX Control kann man für die CPU, RAM und Netzwerknutzung Limits festlegen, damit man seine Performance nicht für einen Browser verschwendet, sondern diese voll und ganz fürs Gaming einsetzen kann. In der anpassbaren Seitenleiste kannst du deine Lieblingsplattformen wie Twitch, Spotify oder auch Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram verknüpfen und im GX Corner findest du einen echt genialen Überblick über Game-Releases, Gratisspiele und die neuesten News rund um das Thema Gaming. Durch einen Klick in die obere rechte Ecke kommt ihr zum Punkt Einfache Einrichtung. Hier kannst du dir den Browser ganz nach deinen Vorlieben individuell einrichten, wähle eins der vielen vorgefertigten Designs oder pass einfach jede Farbe so an, wie du es gerne haben möchtest. Natürlich kannst du auch eigene Bilder als Hintergrund festlegen. Ein weiteres neues, echt geniales Feature ist die Möglichkeit, Seiten ohne Dark Mode in den Dark Mode zu forcen und das funktioniert echt gut, also nie wieder vom White Mode geblendet werden. Und als perfekte Ergänzung gibt's Opera GX jetzt auch als Mobile-Version. Wenn du deine Gaming-Erfahrung also gratis vollenden möchtest, dann findest du alle Infos und den Download-Link unten in der Videobeschreibung. Und Leute, wundert euch nicht, warum vielleicht die Tonqualität ein bisschen schlecht ist. Es ist einfach so, dass es draußen mega schüttet und fast die Welt untergeht draußen. Und wundert euch auch nicht, warum jetzt hier im Hintergrund nicht vielleicht ganz viele Leute am Arbeiten sind, sondern die sind einfach schon zu Hause und wir haben einfach darauf geachtet, dass wir das Ganze hier nach Feierabend machen, einfach damit es ein bisschen ruhiger ist. Ich stehe hier mit Kai. Kai ist der Geschäftsführer und Gründer von Dubaro. Und wir haben jetzt schon inzwischen seit, glaube ich, 2 Jahren unsere Hardware-Deals-PCs hier bei Dubaro im Shop. Und inzwischen kann ich, glaube ich, auch sagen, sind wir ganz gute Freunde auch geworden. Das kann man so sagen. Und ja, wir waren auch schon in der Firma davor waren wir schon zu Besuch und diese ganze Halle, die ihr jetzt nachher seht, die ist eben ganz neu errichtet worden und Kai führt uns heute ein bisschen rum und zeigt uns eben, wie das Ganze so ein bisschen funktioniert. Ja, dann können wir auch direkt starten und einmal gucken, wie es hier aussieht. Wo kommen denn die Aufträge an, wenn hier jemand im Shop bestellt? Also oben im Büroteil werden die Aufträge hinten alle ausgedruckt, also im Büro von einem Mitarbeiter noch kontrolliert. Auch vor allen Dingen, ob die ganze Konstellation Sinn macht, so wie der Kunde es bestellt hat. Weil es gibt natürlich immer, man kann nicht alles ausschließen, dass immer der Konfigurator schon sagt, das und das passt nicht. Ne? Man muss immer selber nochmal einen Blick drüber werfen. Und das machen die Jungs, danach drucken sie den Auftrag aus. Die werden dann hier in einem Fach gesammelt, getrennt zwischen Bausätzen. Also welche, die wir nicht zusammenbauen müssen und Aufträgen, die wir halt montieren müssen. Ne? Mhm. Und hier startet dann im Prinzip der ganze Prozess. Ich glaube, das wissen auch gar nicht so viele von euch, dass man eben bei so einem Fertig-PC-Hersteller wie Dubaro auch einfach Bausätze bestellen kann, wenn man den PC selber zusammenbauen will. Genau. Aber das geht auch. Ja. Ja. Mal schauen, ob hier vielleicht sogar eine Hardware-Deals-Edition dabei ist. Das wäre ja ganz interessant. Ja, direkt der zweite. So sieht das Ganze dann aus, wenn jemand einen PC bestellt. Dann sind hier quasi die ganzen Teile drauf. Und die muss dann wahrscheinlich auch irgendjemand hier aus dem Lager raussuchen, oder? Genau, einer, der die ganzen Aufträge kommissioniert und in einzelne Kisten packt. Und genau. Ich glaube, wir bauen den PC jetzt besser nicht, oder? Gut. Also, dann hätte ich gesagt, schauen wir uns mal das Lager an, oder? Ja, gerne. Hier haben wir zum Beispiel Netzteile liegen, Lüfter, CPU-Kühler, sowas liegt alles hier in diesem Gang. Monitore liegen hier. Aber ihr habt hier auch wahre Schätze rumliegen, das habe ich vorher schon gesehen. Ja, hier kommen wir in die etwas wertvolle Abteilung. Hier sind halt Grafikkarten und Mainboards. Aber das Regal hier ist wahrscheinlich das Interessanteste im Moment. Ja, auch für mich. Ja. Hier sind zum Beispiel auch immer ganz neuer Kram. Wo haben wir hier nicht auch irgendwo die 3090 Ti? Zum Beispiel hier sehe ich auch eine. Die sind jetzt ja vor kurzem erst gelauncht worden. Da sind natürlich richtige Apparate. Ja. Mhm. Genau. Aber das hier ist schon der Himmel, das Grafikkartenregal. Ne? Ja. Das ist schon echt krass. Also ich glaube, wenn man so in deiner Position ist und bei so einem Systemintegrator arbeitet, dann stumpft man da so ein bisschen ab, weil man jeden Tag so viele Grafikkarten sieht. Aber jetzt so aus unserer Position heraus ist schon echt beeindruckend, das zu sehen. So Leute, und hier sind wir jetzt im Bunker angekommen. Hier werden die wertvollen Sachen gelagert, sage ich mal. Und hier habe ich auch schon erspäht. Hier liegen echt viele CPUs rum. Hier muss jetzt wieder aufgefüllt werden. Dann nehmen die sich von den Auffüllregalen. Hier oben sind noch extra CPUs zum Beispiel. Die werden dann immer wieder aufgefüllt und nach unten gelegt, damit sind da auch die nicht alle zu voll? Genau, die sind alle voll, ja. Krass. Hey, und da sind überall,
Wie viele CPUs passen da drauf? 12 Stück? Bei AMD 12, genau. Bei Intel auf dem Tray 21. Sieht man ja zum Beispiel hier. Mhm. Da sind 21 Stück in einem Tray, genau. Und mir ist gerade aufgefallen, ihr habt hier Tray-CPUs und Box-CPUs. Nochmal zur Erklärung für euch, falls ihr das nicht wisst. Tray-CPUs sind die, die quasi, wo nur die CPU geliefert wird. Und Boxed ist die Version, wo eben in so dieser klassischen Originalverpackung kommt und in der Regel auch einen Boxkühler mit dabei hat. Aber weil mir ist schon aufgefallen, einige Leute fragen sich immer, warum die Originalverpackung da eben nicht mitgeliefert wird. Und wenn ihr halt CPUs bestellt, dann in der Regel wahrscheinlich als Tray und eher selten genau. Als Boxed-Version. Genau. Box wahrscheinlich nur, wenn wir sie gerade nicht kriegen können, die Tray-CPUs, dann kaufen wir auch mal die Box-CPUs, genau. Stell dir mal vor, 500 CPUs als Box, wie viel das wieder im Karton sein werden. Ne? Ja. Arbeitsspeicher, ja genau, hier sind Arbeitsspeicher, hier sind auch noch ein paar CPUs, aber hauptsächlich Arbeitsspeicher. Die kleinen Sachen halt, ne? Ja, genau. Ja. Und halt SSDs, Festplatten. Wobei Festplatten, die normalen Festplatten, die gehen gar nicht mehr so oft. Die werden natürlich nicht mehr viel bestellt, aber macht ja auch nicht wirklich viel Sinn. Ne? Vielleicht nur als Datengrab, aber ansonsten halt SSDs. Ja, im Großen und Ganzen war es das im Prinzip hier auch schon. Das Einzige, was wir uns noch mal kurz angucken könnten, wären die Gehäuse. Hier lagern wir die ganzen Paletten mit Gehäusen. Im Moment ist recht wenig los, weil wir heute nicht mehr geschafft haben, aufzufüllen. Wir haben jetzt hier in diesem Bereich, wie gesagt, nur von jeder Sorte ein, zwei Paletten und alles andere, was wir brauchen, steht drüben in der hinteren Halle und wird von da abends dann halt hier auch wieder aufgefüllt. Ne? Mhm. Vor 1,5, 2 Jahren haben wir ja schon ein bisschen Reserve eingeplant. Allerdings ist das Geschäft halt mehr und mehr geworden und so ist es dann halt auch, dass das hier, was wir eigentlich dachten, was dicke ausreichend ist, schon wieder zu klein geworden. Ne? Ja, dementsprechend haben wir halt hinten noch Hallen angebaut, sodass wir da halt immer raus kommissionieren können und auffüllen können, die Lagerorte. Aber Gehäuse sind, glaube ich, auch ziemlich undankbar. Ne? Die nehmen eine Menge Platz weg und haben einen ziemlich geringen Warenwert jetzt so im Verhältnis zu Grafikkarten und den anderen Sachen. Genau, richtig, ja. Gut, also jetzt angenommen, die ganzen Teile sind zusammengesammelt worden. Was passiert dann als nächstes? Ich werde dann wahrscheinlich so eine Box haben. So genau, eine wahrscheinlich. Hier können wir schon welche sehen, die sind dann halt vorgesammelt. Hier sind jetzt, ist ein Auftrag mit den einzelnen Teilen drin für diesen Auftrag, plus Gehäuse oben drauf. Das haben die Jungs heute schon vorkommissioniert. Die Aufträge werden noch einmal gescannt bei uns, damit wir wissen, jetzt hat er den Status, Auftrag wurde gesammelt und der Kunde bekommt dann auch eine E-Mail, dass jetzt die Produktion in Gang ist. Ah, ne? Okay. Genau, dann kriegt er auch ein Status-Update. Das heißt, die Kisten, die rollen dann hier durch? Genau. Und kommen in der nächsten Halle an. Genau. Ja, cool. Das heißt, hier kommen die Aufträge dann an, die da drüben auf die Reise gehen. Hier kommen sie angefahren. Hier sind dann die mehrere Reihen von den Monteuren. Und die können sich einfach hier die Kiste wegnehmen. Können wir einmal machen, beispielhaft. Also Gehäuse plus Kiste. Dann wird der Monteur hier jetzt auch noch einmal sich den Auftrag nehmen, alle Teile, die hier draufstehen, noch mal einzeln kontrollieren, ob es auch richtig gepackt wurde. Genau, und dann wird das Ganze zusammengebaut, ja. Und da habt ihr auch schon eine ganze Menge an Plätzen hier, wo PCs gebaut werden können, habe ich gesehen. Da arbeiten schon eine Menge Leute. Ich meine, das hier ist wahrscheinlich eher so ein Standard-PC, wenn ich es richtig gesehen habe. Und da haben wahrscheinlich die meisten Leute irgendwie die Vorstellung, jemand, der jeden Tag einen PC zusammenbaut, der schafft es wahrscheinlich in 10 Minuten, so einen PC zusammenzubauen. Was ist da so die Durchschnittszeit, würde ich mal sagen, die jemand braucht, der echt jeden Tag nichts anderes macht, als PCs zusammenzubauen? Ich würde sagen, im Durchschnitt ist so ein PC schon bei einer Stunde. Ja? Ja, mit der ganzen Verkabelung, die Kabelbinder noch alle richtig setzen und genau, das dauert schon ungefähr eine Stunde. Ja. Dann hast du welche mit Wasserkühlung, die brauchen länger. Dann hast du vielleicht ganz einfache Geräte, die schafft man vielleicht auch in einer halben oder dreiviertel Stunde. Genau. Und ganz große, die dauern vielleicht auch mal 3 Stunden. Ne? Ja, und wenn der dann fertig ist, der PC, wenn der ganze gebaut wurde, dann geht es einmal hier wieder rüber. Das heißt, hier drauf gehen dann die PCs wieder in die andere Richtung sozusagen zurück. Genau, die fertig gebauten und dann nehmen sich die Kollegen hier die PCs weg und dann werden sie hier angeschlossen an unseren Teststationen und ja, dann wie gesagt, erstmal wird geprüft zum Beispiel, sitzen die Schrauben alle richtig, hat der Monteur alles richtig gemacht. Es wird auch nochmal überprüft, ob die Teile alle korrekt verbaut wurden, ob es die richtige Hardware ist. Weil es kann immer mal sein, dass der Kommissionierer sich vergreift, der Monteur dann nochmal vielleicht auch nicht genau den Unterschied sieht, weil es oftmals bei zum Beispiel Arbeitsspeichern, es gibt ja so viele ähnliche Modelle, die fast gleich klingen und da wirklich nur irgendwie ein Buchstabe zum Beispiel unterschiedlich ist. Ne? Und so geht das wenigstens durch 3 Hände und wird 3-mal kontrolliert. Ja. Genau, und dann ob jede Schraube sitzt, ob ja, alles leuchtet, ob die Lüfter laufen und so weiter und so fort. Genau, dann wird der angeschlossen, BIOS-Einstellung wird gemacht, ein BIOS-Update wird gemacht. Ja, und die Voreinstellungen, die man zum Beispiel für Windows 11 braucht, die werden gemacht und dann, wenn der Kunde Windows bestellt hat, wird dann halt auch automatisch Windows dann installiert. Mhm. Ja. Auch nochmal wird natürlich die Verkabelung überprüft. Deswegen machen wir es auch immer so, dass wir beide Seitenteile, die Monteure dürfen, haben die Anweisung, dürfen die Seitenteile nicht drauf machen, weil vielleicht hat einer mal einen schlechten Tag.
und denkt sich dann husch, 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 husch. Hauptsache vorne sieht's gut aus und Klappe drauf und tschüss. Okay. Genau, deswegen haben wir gesagt, machen wir beide Seitenteile offen und hier wird dann auch nochmal drüber geguckt. Wenn man sich das so anschaut, das sieht schon alles echt ordentlich aus. Also wenn ich mir überlege, wie bei uns teilweise die Rückseiten von den PCs aussehen, wenn wir die zusammenbauen, schau mal an hier zum Beispiel, das ist schon echt nicht schlecht gemacht. Da hat sich jemand Mühe gegeben. Ja, genau. So, also angenommen, hier der PC funktioniert, was er wahrscheinlich tut, und Windows ist drauf. Wie geht's dann weiter? Dann muss er ja wahrscheinlich irgendwie für den Transport vorbereitet werden schon. Genau, dann wandert er einmal rüber hier zu dieser, in der Nähe zu dieser Maschine. Hier ist dann ein Mitarbeiter, der sich das Ding schnappt. Und anhand dieser Maschine hier kommt hier diese Innenraumsicherung. Man kann das vielleicht hier sind, die blasen dann halt so auf, ne? Und werden auch ziemlich hart. Und wenn das im PC drinnen liegt, Seitenteil draufgelegt wird, schäumt das Ganze von innen fest aus. Und ja, das ist im Moment die sicherste Art, die wir kennen, um den Innenraum zu sichern im PC. Ja. Hattet ihr ja früher viele Defekte, weil die irgendwie kaputt gegangen sind beim Versand? Oder? Ja, gerade weil die Grafikkarten werden ja immer größer und schwerer. Und wenn man jetzt sich mal vorstellt, dass man im PC-Gehäuse nichts drinne hat und die DHL-Mitarbeiter oder welche Versandmitarbeiter auch immer, einmal nur allein schon aus dieser Höhe das Paket fallen lassen, was 30 Kilo wiegt oder 20, 25, 30, durch die Schwerkraft reißt die Grafikkarte natürlich auch komplett mit raus. Ne? Und da ist natürlich viel passiert, genau. Deswegen haben wir aber auch schon, das setzen wir schon seit langer Zeit ein. Ne? Ja. Aber es funktioniert auch ganz gut, weil wir haben jetzt, keine Ahnung, in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich 30 Dubaro-PCs mal mindestens getestet und ist nicht einer kaputt angekommen. Erfüllt seinen Zweck auf jeden Fall. Genau, und sobald der PC dann hier eingepackt ist, nochmal sauber gemacht wurde, wird hier dann nochmal komplett in einem größeren Karton, wie wir den da vorne zum Beispiel sehen, das sind die Umverpackungen. Da wird alles reingepackt, inklusive der Kartons und nochmal ausgeschäumt extra. Dass die Leute das bei sich zu Hause ins Regal reinstellen können. Genau, ja. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. So spart ihr euch natürlich ein bisschen Verpackungsmaterial und die Leute haben was, um ins Regal zu stellen. Und sind zufrieden. Wir haben teilweise sogar, rufen Kunden an und sagen dann, wie zum Beispiel bei den CPUs, wo wir es vorhin von hatten, wo ist denn eigentlich mein Karton von der CPU? Mhm. Ne? Und beschweren sich dann sogar darüber, dass wir einen Karton nicht mitgeschickt haben. Okay. Ne? Obwohl wir ja noch nicht mal irgendwo dazu schreiben und sagen, wir schicken Kartons mit. Genau, also hier werden die dann eingepackt, werden wahrscheinlich zugeklebt und dann geht es hinten direkt auf so eine Palette. Genau, auf so einem DHL-Wagen. Hier haben wir auch die Plätze, hier zum Beispiel sind kameraüberwacht. Das heißt, wenn ein Kunde mal anruft und sagt, ich habe keinen Karton gekriegt vom Netzteil oder gesagt hat, keine Ahnung, es war gar kein Mainboard verbaut, wie auch immer, dann haben wir das auf jeden Fall alles immer aufgezeichnet und können dem Kunden auch dann nachweislich zeigen, dass es da drin im Paket war. Ne? Ja, wie ist es dann, wenn jemand versucht, euch quasi zu betrügen? Das ist ja, eine Straftat. Bringt ihr sowas dann zur Anzeige? Das würden wir natürlich machen, ja, na klar. Ja, und sobald die dann hier fertig eingepackt wurden, geht das Ganze dann auf die Container hier drauf und werden dann am nächsten Morgen abgeholt von der DHL mit dem LKW. Genau. Wie viele PCs sind so am besten Tag, den ihr jemals hattet, hier rausgegangen? Das ist ja meistens um die Weihnachtszeit. Da waren es, ich schätze, 300 Stück, um die 300 Stück. Da müsst ihr die schon übereinander stapeln wahrscheinlich. Nee, dann kommen die DHL kommt dann mehrfach mit dem LKW. Ne? Ja. Genau. Aber da wird es dann schon eng hier in der Halle wahrscheinlich, oder? Sehr eng, ja. Wenn der Ablauf gut läuft, sind wir durch eigentlich. Ne? Dann PC-Teile wurden gesammelt, zusammengebaut, verpackt, versendet. Mhm. Und es läuft halt nicht immer so gut, glaube ich. Also kommt ja auch mal defekt an, so ein PC. Und genau, aber dann ist es so, wenn die Kunden dann bei uns anrufen und sagen, ich habe hier einen Servicefall, dann gehen die Kollegen ans Telefon oder das Ganze wird per E-Mail gemacht. Dann kommt der PC hier wieder zu uns zurück und dann kommt er einmal in die Reklamation und da könnten wir jetzt ja auch nochmal einen Blick reinwerfen. Ja. Im Support sitzt, glaube ich, auch der Renke, den kennt man aus den Twitch-Livestreams. Genau, ne? Ja, unser Renke. Ja, und hier ist unsere Reklamationsabteilung. Hier werden die PCs dann ausgepackt, auf die Tische gestellt und dann wird mit der Fehleranalyse begonnen. Bild wurde im Betrieb schwarz, Sound lief weiter. Nach Windows neu aufsetzen, keine Bluescreens mehr. Wie läuft das dann? Also habt ihr so ein bestimmtes Schema, was ihr abarbeitet, um rauszufinden, irgendwie, keine Ahnung, RAM ist defekt oder als erstes schaut ihr Windows-Fehlerlogs oder wie läuft das so ab? Es kommt ja auf den Defekt an, was der Kunde angibt. Deswegen ist es auch immer sehr wichtig, dass der Kunde so möglichst genau angibt, was genau vorgefallen ist, damit wir den Fehler erstmal überhaupt reproduzieren können. Das heißt, wir versuchen, wenn der Kunde zum Beispiel sagt, PC stürzt nach einer Stunde ab. Das Erste, was wir machen, ist, wir gehen nicht schon direkt auf Fehlersuche, sondern versuchen dann erstmal, den PC zum Absturz zu bringen, um das überhaupt nachvollziehen zu können. Weil es kann natürlich auch mal sein, dass der Kunde, dass es zu Hause an seinen Gegebenheiten liegt. Ne? Zum Beispiel, dass er irgendwie eine USB-Tastatur dran hat,
hat oder so, die diesen Fehler verursacht. Das kann natürlich auch immer sein. Wie schätzt du das ein? Wie viel Prozent der Retouren, die hier ankommen oder der Reklamationen, sind auch wirklich defekt? Und bei wie vielen ist es dann irgendwie der Kunde gewesen, der bei Windows irgendwie was verkackt hat oder so? Wir versuchen ja vorher schon am Telefon oder per E-Mail über ein paar Fragen zu stellen, um rauszufinden, ob es irgendwie vielleicht doch die Software ist. Ne? Mhm. Das checken wir im Vorfeld ja schon ab. Und wenn wir uns dann am Telefon erst sicher sind, ja, das wird wohl wahrscheinlich ein Hardware-Defekt sein, dann lassen wir den PC auch erst überhaupt hierher kommen. Ne? Mhm. Aber ich würde sagen, dass ungefähr trotzdem 40% der Reklamationen, die hier ankommen, eigentlich letztendlich Kundenverschulden sind. Okay, krass. Ja. Und hier ist mir auch gerade was aufgefallen. Das ist auch sehr interessant. Der ist wahrscheinlich so angekommen, oder? Die kommen so an, genau. Man erlebt hier das Wildeste. Okay, einfach PC ausgepolstert mit Klopapier. Sehr interessant auf jeden Fall. Mir hat vorher ein Mitarbeiter von euch erzählt, hier ist schon mal ein PC angekommen, der wurde quasi gar nicht verpackt. Den hat jemand einfach irgendwie in eine Tüte oder in Folie eingewickelt und den dann so hierher gesendet. Genau, Aufkleber drauf und ab geht er. Zu krass, also Sachen gibt's. Ja, hier erlebt man wirklich Dinge. Dann haben wir die Reklamation auch gesehen. Und ich denke, das war im Prinzip so, bis auf die Büroräume. Ich glaube, die müssen wir jetzt nicht nochmal zusätzlich anschauen. Buchhaltung, Support und sowas. War es das, glaube ich, so, was es hier zu sehen gibt. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns hier rumgeführt hast. Sehr gerne. War auf jeden Fall sehr interessant. Ich hoffe, auch für euch war das Ganze interessant. Und vielleicht schauen wir nächstes Jahr nochmal vorbei. Schauen, was sich so getan hat und ob das Ganze vielleicht noch größer geworden ist. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen und das Ganze war auch für euch interessant. Und wir sehen uns im nächsten Video.